und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde Löwe Chancenland. Hessen investiert weiter in Forschung. 3588/19 und als erstes spricht Kollegin Wolf, CDU-Fraktion. Thomas, du bist zu groß. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die hessischen Hochschulen packen brennende Herausforderungen an und kommen, wie ich finde, zu ganz faszinierenden Forschungsprojekten, wie sich jetzt gerade wieder zeigt. Genau solche vier Projekte von externen Gutachtern und vom Programmbeirat unter dem Vorsitz von Prof. Einhäupel sind nun ausgewählt worden. Zum Ersten. Die Goethe-Universität in Frankfurt mit dem Programm Megasyn – Kontrolle und Design multifunktionaler Megasynthasen. Behaupten wir 110 hier alle nicht, wir wüssten ganz genau, was sich dahinter verbirgt. Aber jedem ist eines klar. Wir haben ein sehr drängendes Problem im Bereich der Medizin mit den Antibiotikaresistenzen, die sich herausgebildet haben. Deswegen brauchen wir ganz offenkundig neue Produkte. Das ist außerordentlich teuer und schwierig zu erforschen. Und wir brauchen neue Zugänge zu anderen Forschungs- und Produktionsmethoden. Das findet in Frankfurt statt. Zum Zweiten haben wir ein Programm an der Liebig-Universität in Gießen gemeinsam mit dem Herder-Institut. Wir erleben alle mit großer Sorge die sich herausbildenden vielfachen internationalen Konflikte. Zum Beispiel Russland-Ukraine, mittlerweile durchaus auch ein veritabler neuer Ost-West-Konflikt. Wir brauchen, meine Damen und Herren, ein neues Wissen um Konfliktlösungsstrategien. Daran arbeiten die Wissenschaftler in Gießen auch mit dem Herder-Institut, insbesondere mit der Schwerpunktfeststellung, dass wir nicht nur neue Konfliktlösungsstrategien im Allgemeinen brauchen, sondern dass dazu auch die entsprechenden Dialoge im Ost-West-Wissenschaftler-Dialog eine hilfreiche Brücke sein können. Daran arbeiten Sie in Gießen. Meine Damen und Herren, ein drittes Projekt betreiben gemeinsam Frankfurt und Gießen. Wir erleben ja in den letzten Jahren durchaus auch, dass es nicht nur die in der Absicht ja vorhandenen friedensstiftenden Funktionen und Absichten in unseren Weltreligionen, gerade auch in den monotheistischen, gibt, sondern wir erleben auch ein Gewaltpotenzial, das religiöse Bezüge hat oder auch mit Religion verbrämt wird. Brutale Konflikte und Gewalt. Dieses dritte Projekt will interdisziplinäre Religionsforschung mit wissenschaftlich-analytischen Forschungsansätzen stärken, meine Damen und Herren. Und das ist mit diesem wissenschaftlich-analytischen Ansatz im interdisziplinären Bereich von allerhöchster Bedeutung, denn dieses heißt auch gegenseitige Akzeptanz dieser Forschungsprinzipien. Das vierte, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Technische Universität in Darmstadt mit der Technischen Hochschule in Mittelhessen. Gemeinsam ein Programm. Und wir hören ja allzu oft die Frage, wer wünscht sich das auch nicht? Wir wollen alle bauen zu können aus nachwachsenden Rohstoffen. Wir wollen es alle natürlich gerne preiswert haben. Wir wollen, dass die Baustoffe durchaus leicht und möglichst gleichzeitig fest und stabil sind. Wir wollen eine energetische Wärmedämmung und alles zusammengepackt kann offenbar in einem Projekt erarbeitet werden mit Papier. Meine Damen und Herren, ein neues Projekt dort an der TUD gemeinsam mit der Technischen Hochschule Mittelhessen. Es kann dort Wärmedämmung produziert werden. Es können sogar Fassadenelemente produziert werden aus Papier. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen diese vier Beispiele mal genannt mit den sehr fassbaren, nutzbringenden Forschungsansätzen, die wir nun mit den vier neuen LOEWE-Projekten haben, die in dieser neunten Staffel auf den Weg gesetzt worden sind. Meine Damen und Herren, es sind erneut 17 Millionen €, die zur Verfügung gestellt werden, in einem Gesamtbereich, der deutlich macht, wir haben mittlerweile ein Stadium erreicht,
dass Hochschulen im Lande Hessen strategisch zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam an Forschungsprojekten arbeiten. Und wir sehen genau an diesen vier Projekten der 9. Staffel auch wieder, was im nächsten Schritt erreicht worden ist, nämlich nicht nur, dass unsere Hochschulen zusammenarbeiten, dass sie auch mit Betrieben zusammenarbeiten in bestimmten Segmenten von LOEWE, sondern wir sehen auch, dass es systematische Zusammenarbeiten sind mit den Instituten von Leibniz-Instituten, mit zwei in diesem Fall Max-Planck-Instituten. Und deswegen ist diese enorme Verschränkung zwischen Hochschulwissenschaft und der Wissenschaft an den besonderen Forschungseinrichtungen für unser Land Hessen von enormer Bedeutung. Denn wir haben solche Institute über diese LOEWE-Aktivitäten auch nach Hessen holen können. Und deswegen, meine Damen und Herren, betonen wir an dieser Stelle heute in der Aktuellen Stunde, dass diese 9. Staffel von LOEWE erstens von enormer forschungspolitischer, gesellschaftlicher Bedeutung ist, dass wir es erreicht haben, dass verschiedene Wissenschaftssegmente hier zusammenarbeiten und dass wir zudem die 607 Millionen €, die schon bis ins vergangene Jahr hinein gegeben worden sind, mit den 64 Millionen € aus diesem Jahr mehr als verdoppelt werden durch die Drittmittel, die dieses LOEWE-Projekt hervorgerufen hat. Meine Damen und Herren, das ist eine Aktuelle Stunde wert. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Beer, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, nicht nur den Schilderungen von Frau Kollegin Wolff, sondern auch wenn man mal in die Jahre dieses Programms LOEWE zurückblickt, kann man sagen, dass dieses Forschungsförderungsprogramm des Landes Hessen eine Erfolgsgeschichte ist. Es war eine Erfolgsgeschichte über drei Legislaturperioden mit entsprechend dreimal unterschiedlich zusammengesetzten Regierungen, unterschiedlichen Mehrheiten in diesem Parlament. Aber ich habe rückblickend, und ich glaube, das hoffentlich auch für die Zukunft sagen zu können, wenig Streit in all diesen Jahren dafür hier in diesem Hause zwischen den Fraktionen erlebt, dass es sinnvoll ist, hessisches Steuergeld zu investieren, um Forschung und Entwicklung, um Innovation an ganz unterschiedlichen Standorten und in verschiedenen Forschungsbereichen in Hessen voranzutreiben. Denn letztendlich ist die Hoffnung, dass dadurch nicht nur innovative Produkte, innovative Medikamente, zum Teil auch Dienstleistungen, sondern dass dadurch eben auch Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen. Und insofern kann ich für die Freien Demokraten sagen, dass wir immer mitgetragen haben, dass hier hessisches Steuergeld investiert wurde. Wir haben einmal 2008 angefangen mit 20 Millionen € in der Legislaturperiode, die hier dann anschließend durch die CDU und die Freien Demokraten gestaltet wurde, sind wir sogar jährlich auf 95 Millionen € Investitionen gegangen und haben dann entsprechend bis heute über 600 Millionen € in dieses Programm investiert. Ich glaube, es spricht auch für die Qualität dieses Programms, dass sich ungefähr genauso viele Drittmittelgeldgeber für dieses Programm gefunden haben, also andere Institutionen, Forschungseinrichtungen oder auch Private, die hier investieren. Das spricht für die Qualität. Das spricht auch für die Unabhängigkeit dieser Forschung, die es fortzusetzen gilt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu gehört meines Erachtens auch nicht nur, dass wir 1,2 Milliarden oder über 1,2 Milliarden bislang in diesem Bereich als Hessen und als Drittmittelgeber investiert haben, sondern ich glaube, dafür spricht auch, und das ist ein unfassbarer Vorteil, wenn man diese Programmlinie, diesen Wettbewerb im Vergleich zu anderen Programmlinien auch des Bundes und des Bundes und der Länder sieht, dass die LOEWE-Fördermittel wirklich wettbewerblich und streng wissenschaftsgeleitet vergeben werden über den entsprechenden Beirat. Denn wir erleben ja doch bei der Verteilung anderer Forschungsfördergelder
andere Exzellenzgelder häufiger einmal, dass nachher doch eher die Frage politischer Einwirkung den Ausschlag geben. Wir können für uns, für dieses Forschungsförderungsprogramm ganz klar sagen, dass es ein streng wissenschaftsgeleitetes Forschungsförderungsprogramm ist. Entsprechend hat der Wissenschaftsrat auch die Fortsetzung empfohlen. Es ist richtig und wird auch von uns als Freie Demokraten unterstützt, dies hier im Lande Hessen zu tun. Ich finde es ein bisschen schade, dass trotz sprudelnder Steuereinnahmen jetzt 2016 eben nicht mehr 95, sondern nur noch 64 Millionen € investiert werden. Aber wir stehen voll hinter den Projekten. Die Projekte, die die Kollegin Wolff eben aufgezählt haben, aber auch Projekte wie z. B. CASE, das uns sicherlich zu einem der führenden Standorte für IT-Sicherheitsforschung macht. Wir haben gerade im Vergleich während der Delegationsreise des Ministerpräsidenten in Silicon Valley sehen können, dass es auch Not tut, sich entsprechend hier aufzustellen, dass wir durchaus mithalten können, aber dass wir uns auch anstrengen müssen, dass uns andere den Rang nicht ablaufen. Die gelbe Biotechnologie ist etwas, was gerade in Gießen uns auch über Hessen weit hinaus auszeichnet. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir weiter auf der Strecke bleiben bei der Strategie, möglichst viele dieser Forschungsprojekte der damit verbundenen Institute dann auch so aufzumunitionieren, so gewichtig zu machen, dass sie in eine Forschungsförderung auch des Bundes- oder der Bund-Länder-Finanzierung kommt. Von daher ist es gut, dass das IDEA oder auch das Big F jetzt entsprechend in die Leibniz-Förderung aufgestiegen sind. Das entlastet uns an dieser Stelle, ohne dass dabei weniger Forschung herausspringt, sondern wir können dann die hier, sage ich mal, in Anführungszeichen eingesparten Millionen an neuer Stelle in neue Projekte, wie etwa die, die die Kollegin Wolff aufgezählt hat, entsprechend investieren. Von daher, summa summarum, für uns als Freie Demokraten gut angelegtes Geld des Steuerzahlers. Aber nicht nur, weil es um wirtschaftlichen Zuwachs geht. Und da vielleicht eine kleine Kritik, Herr Minister. Ich würde mich an Ihrer Stelle ein bisschen darum bemühen, auch die Frage des entsprechenden Wirtschaftswachstums, der Wertschöpfung, mal ein bisschen zu hinterfragen, dass man das darstellen kann. Wir als Wissenschaftspolitiker. Kollegin Beer, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich komme zum Ende. Wir als Wissenschaftspolitiker benutzen solche Argumentationen ja gerne auch immer mal in den Haushaltsberatungen. Das fand ich ein bisschen schade, dass in der letzten Ausschusssitzung dazu, ich sage mal, nicht wirklich eine Aussage getroffen werden konnte. Aber summa summarum sehen wir, glaube ich, auch anhand der geschaffenen Arbeitsplätze, dass dies ein Wirtschaftsfaktor ist, neben all den wissenschaftspolitischen Implikationen, die wir uns von dieser Investition erwarten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Grumbach, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Kollegin Wolff ganz dankbar, dass sie erst einmal erklärt hat, was aktuell ist. Weil es ist der 14. Werbeblock in den letzten drei Jahren zur Frage Löwe. Und ich muss gestehen, ja, das macht ja nichts. Ich muss gestehen, ich warte auf den Tag, an dem hier Einzelmenschen zwischen den einzelnen Reden auftauchen, weil das entspricht in etwa, der Debattenform. So. Ich will gar nicht von unserer Grundlinie abweichen, zu sagen, Löwe ist keine schlechte Idee, weil ich schon meine, dass damit ein paar vernünftige Dinge angeregt worden sind. Was ich aber immer faszinierend finde, ist, Frau Kollegin Wolff hat das sehr deutlich aufgezeigt, es sind die Hochschulen, die etwas leisten. Es sind die Hochschulen, die sozusagen neue Projekte entwickeln. Es sind die Hochschulen, die sich etwas ausdenken. Und es ist immer so, die Hoffnung, die Fantasie, das hätte viel mit dem Land Hessen zu tun. Darüber ließe sich nur das eine oder andere sagen. Ich komme da zum Schluss zu. Ich will einen Zwischenpunkt noch einmal formulieren, weil ich glaube, dass der gemeinsamen Anstrengung des Nachdenkens bedarf. Weil das Löwe-Programm hat das Problem aller Initialprogramme, sprich, die für eine bestimmte Zeit Finanzierung organisieren für bestimmte Projekte. Und Sie merken es ja jedes Mal, wenn die Programme gegen Ende laufen. Wir denken Wissenschaft und wissenschaftliche Forschung in zu kurzen Zeiträumen.
das, was wir sozusagen anbieten an Initialzündung, und das ist überhaupt kein Vorwurf jetzt gegen die Hessische Landesregierung Isolo, sondern gegen diese Art von Programmen. Das Gleiche gilt für 2020, das Bundesprogramm. Das Gleiche gilt für die Exzellenzinitiativen. Produziert Strukturen, die im Prinzip an dem Punkt, wenn sie an das Ende laufen, entweder sozusagen andere tot machen müssen, weil das Geld irgendwo herkommen muss, oder aber selber wieder zu Ende gehen. Und ich habe den Eindruck, dass hier die Kurzlebigkeit der Politik und die Langlebigkeit wissenschaftlicher Forschung in einem Missverhältnis stehen. Und ich finde schon, dass man, wenn man über Löwe redet, darüber reden muss, ob wir in der Programmstruktur, und das gilt, wie gesagt, für die Bundesprogramme auch, in der Programmstruktur nicht strukturelle Fehler machen, die der Wissenschaft eher schaden als auch nutzen. Der zweite Punkt ist, und auch das ist eine Frage für eine Landesregierung, die sich Hochschulautonomie auf die Fahnen geschrieben hat, wie sie sozusagen damit in der Steuerungsstruktur umgeht. Ja, in der Tat, die Hochschulen stellen Anträge, das heißt, sie überlegen sich selber, wo sie forschen wollen. Aber gleichzeitig bedeutet es, da das ja nicht ohne Universitätsmittel, ohne Universitätsausstattung und Universitätsräume steht, dass Sie Ihre eigenen Forschungsanstrengungen ein Stück zurückfahren müssen, um sozusagen die Löwe-Initiativen tragen zu können. Und die spannende Frage ist, ob das eine kluge Entscheidung ist oder ob wir nicht das, was wir im Prinzip brauchen, nämlich die Vereinbarung von Lehre und Forschung in der Hochschule und in der Hochschulausbildung, wenn nicht dadurch eher schwächen als stärken, ist ein Punkt, der bei Löwe leicht, der bei den Bundesexzellenzgeschichten noch sehr viel stärker auftritt, dass im Prinzip sozusagen dem normalen Forschungs- und Lehrbetrieb und seiner Integration eher Schaden zugefügt wird. Und der allerletzte Punkt, der ist dann der, der hier immer zu wilden Aufschreien führt, ich vermute aus Trauer, das ist das sozusagen, dass Sie alle der Illusion unterliegen, es sei, was in Hessen passiert, außergewöhnlich. Um es ganz simpel zu sagen, wir sind in einer Situation, dass die Forschungsmittel aller Länder für Hochschulen zusammen so strukturiert sind, dass dort Hessen auf Platz 6 ist. Und da habe ich schon die ganz Armen, also Sachsen-Anhalt, wir hatten das heute Morgen schon mal, Mecklenburg-Vorpommern und andere mit eingezählt. Würden wir die Forschungsmittel aller Länder nach Wirtschaftskraft oder, mir völlig egal, nach Haushaltsausgaben oder Einnahmen berechnen, kämen wir auf Platz 11 von 16. Ich sage das deswegen so deutlich, weil das Problem dieses Programms auf den Punkt bringt. Es gibt real nicht überdurchschnittlich viel Mittel, aber sie werden sozusagen aus der Grundfinanzierung rausgezogen, weil die Grundfinanzierung in Hessen ist deutlich zu niedrig und in Sonderprogramme gesteckt. Und der Punkt ist, ob das für die Entwicklung der Hochschulen und für eine langfristige Struktur der Hochschulen etwas Vernünftiges ist. Und die Gesamtwertung ist leider, aller Werbung zum Trotz, das Land Hessen ist und bleibt das, was es in allen Politikbereichen ist, Mittelmaß. Tut mir leid. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege May, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, dass die jüngste Auswahl von geförderten Projekten aus der Löwe-Förderlinie durchaus eine willkommene Gelegenheit sollte, für uns als Landtag dazu Stellung zu nehmen, wie wir dazu stehen. Ich freue mich darüber, dass die Vorredner der Opposition bei Herrn Grumbach mit Abstrichen bei Frau Beer überzeugender sich grundsätzlich hinter dieses Programm gestellt haben und betont haben, dass es doch Einigkeit geben sollte, dass wir ein erfolgreiches Programm über die Parteigrenzen hinweg hier bestätigen sollten. Von daher glaube ich, ist diese Debatte heute Morgen sehr gewinnbringend. Wenn wir uns anschauen, was hier ausgewählt wurde, dann sehen wir, dass mit Löwe sehr viel Innovation, sehr viel innovatives Potenzial in Hessen gehoben wird und dass das zur Stärkung unserer Forschungslandschaft beiträgt. Ich finde, auch wenn das sozusagen jetzt schon
achten Jahr fortgeschrieben wird und die Idee schon etwas älter ist, so ist es doch immer wieder eine Herausforderung für die Politik, zu sagen, ja, wir möchten die Mittel weiter zur Verfügung stellen. Es ist immer wieder eine Entscheidung notwendig, eine Weichenstellung der Politik notwendig. Und es ist eben nicht selbstverständlich, das, was wir hier haben, sondern es ist eine Leistung der Politik, tatsächlich immer wieder Mittel für dieses Programm bereitzustellen. Und wenn man sich das Umfeld der anderen Länder anschaut, lieber Kollege Grumbach, dann sieht das doch schon etwas anders aus. Denn das, was wir hier haben, ist eben doch etwas Einzigartiges. Kein anderes Bundesland hat ein Forschungsförderprogramm, so wie wir es haben. Wir sind das einzige Bundesland, das sich solch ein Forschungsförderprogramm leistet. Und von daher ist das nicht selbstverständlich, was wir hier haben, sondern eine politische Anstrengung, die zu wertschätzen ist. Und was wäre denn, wenn wir dieses Programm nicht hätten? Wir haben in diesem Plenum auf der Tagesordnung einen Antrag betreffend CASED und CRISP, einem Projekt aus dem Bereich der Informationstechnologie. Im letzten Wissenschaftsausschuss haben wir begrüßt, dass Senckenberg und Big F verstetigt werden, ein Projekt aus dem Umweltschutz. Ich wage zu bezweifeln, dass diese wichtigen Forschungseinrichtungen so gekommen wären, wenn wir LOEWE nicht gehabt hätten. Und das zeigt doch, ohne LOEWE wäre die Profilbildung, wären wir nicht so forschungsstark, wie wir es heute sind. Und deswegen hat ja auch der Wissenschaftsrat in seiner Bewertung deutlich festgestellt, dass das Land Hessen mit der Bereitstellung der LOEWE-Mittel die Profilbildung, die Forschungsstärke der hessischen Universitäten gestärkt hat. Und von daher sehe ich auch keinen Widerspruch zwischen dem, was Sie, Herr Kollege Grumbach, dargestellt haben, einen Widerspruch zwischen dem, was an Forschung an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften läuft, und dem, was durch LOEWE gefördert wird, sondern LOEWE schafft Anreize, stärkt die Forschung an unseren Hochschulen. Und von daher gibt es da keinen Widerspruch, sondern da gibt es Anreize, da gibt es Gewinne aus den beiden Programmen. Und von daher ist das weiter zu fördern und schwächt nicht die Forschung an unseren Hochschulen. Und der Widerspruch zwischen Spitzenforschungsförderung und dem Fundament zu fördern, dieser Widerspruch ist doch längst aufgelöst. Es ist doch so, dass wir als schwarz-grüne Koalition mit dem Hessischen Hochschulpakt eine Rekordfinanzierung gerade im Bereich der Grundfinanzierung den Hochschulen bereitgestellt haben. Dort haben wir mit einem 9 Milliarden schweren Hochschulpakt das Fundament gelegt, welches eine gute Grundfinanzierung für unsere Hochschulen gewährleistet. Und von daher gibt es keinen Widerspruch zwischen der Förderung der Forschung in der Spitze und der Förderung der Grundfinanzierung, sondern für uns sind das zwei Seiten einer Medaille. Und ich möchte noch einmal das aufnehmen, den Gedanken, den Kollegin Wolf aufgeführt hat. Weil Spitzenforschung ist nicht eine Veranstaltung, die nur einer kleinen Community von Spitzenforschern zugutekommt. Wir machen das auch für die gesamte Gesellschaft. Und wenn man sich dort anschaut, was dort gefördert wurde diesmal, dann ist es eben nicht so, dass das irgendetwas ist, was im Elfenbeinturm stattfindet, sondern das sind Projekte, die eben gesellschaftliche Kernfragen adressieren. Frau Kollegin Wolf hat es ausgeführt. Das Projekt BAMP, Bauen mit Papier, von der TU Darmstadt, zusammen übrigens mit einer Hochschule für angewandte Wissenschaft, der THM, adressiert doch gerade Kernprobleme unserer Zeit. Oder das Thema KÖE, Konfliktregionen im östlichen Europa, zeigt doch ganz aktuelle Entwicklungen, die hier erforscht werden und von der die gesamte Gesellschaft und die Politik nur profitieren kann. Von daher möchte ich zum Schluss sagen, für uns Grüne ist klar, Investitionen in die Bildung müssen weiter ein Schwerpunkt der Landespolitik sein. Das betrifft einerseits die Grundfinanzierung der Hochschulen, aber eben auch die Spitzenforschung. Und von daher gehört LOEWE für uns untrennbar auf Dauer dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem Forschungsförderungsprogramm LOEWE hat das Land Hessen ein eigenes Exzellenzprogramm aufgelegt und fördert seit 2008 Forschungsprojekte an Hochschulen und in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass im Rahmen vieler dieser Projekte gute Arbeit geleistet wird von Forscherinnen und Forschern. Frau Wolf hat ja einige Beispiele aufgezählt. Dennoch haben wir eine grundsätzliche Kritik an LOEWE und auch an der Exzellenzinitiative des Bundes. Denn solche Exzellenzprogramme verschärfen die Konkurrenz zwischen den Hochschulen, die ja um Mittel konkurrieren.
Es schafft Konzentrationen an bestimmten Standorten. Es sorgt vor allem aber auch für eine weitere Ausweitung prekärer Beschäftigung an den Hochschulen. Durch die teilweise enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen droht zudem die Freiheit von Forschung eingeschränkt zu werden. Wir beobachten schon eine Tendenz, dass Wissenschafts- und Forschungspolitik zunehmend als Bestandteil der Wirtschaftsförderung verstanden wird. Ich glaube, wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wo Hochschulen faktisch zu den Forschungsabteilungen für Unternehmen werden, meine Damen und Herren. Bei Ihnen klingt das dann immer so, als sei dieses millionenschwere Programm eine Förderung, die allen Hochschulen zugutekommen. Das ist aber nicht so. Wenn man sich die 11 Löwe-Zentren und die 38 Schwerpunkte des Programms anschaut, stellt man fest, es sind 3 Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen genannt, daran beteiligt. Ich entdecke da eine Schieflage, von den Kunsthochschulen mal ganz zu schweigen. Von daher wird bei einer genaueren Betrachtung schon deutlich, dass es wenige sind, die profitieren, bei der Exzellenzinitiative des Bundes noch einmal verstärkt. Trotzdem sind die Hochschulen eben weiterhin unterfinanziert sind und das Grundbudget einfach nicht ausreicht. Ein Professor von der Universität Marburg hat vor einigen Jahren im Rahmen der Proteste gegen die Unterfinanzierung von Hochschulen gesagt, wenn sich die Landesregierung mit Löwe brüstet, ist das ungefähr so, als wenn man 1.000 Hungernden erklärt, 5 von ihnen dürften in einem 3-Sterne-Restaurant speisen. Ich finde, das trifft es ganz gut, weil statt die Hochschulen mit verlässlichen Mitteln auszustatten, wird eben zunehmend kurzfristige Projektfinanzierung bereitgestellt. Und das nennen Sie dann Elite und Exzellenz. Und da muss ich sagen, ich nenne das verantwortungslos, und zwar in erster Linie den Menschen gegenüber, die in diesen Projekten arbeiten. Das Argument, das ja dann gerne bemüht wird, auch seitens der Bundesregierung, ich finde, von Leistungsfeindlichkeit zu reden, also was Leistung, ob Leistung besser erbracht werden kann in befristeten Verträgen, Herr Schwarz, da habe ich wirklich meine größten Zweifel. Das ist doch wirklich, als ob die unbefristet Beschäftigten an den Hochschulen nicht eine großartige Leistung leisten würden. Sollten sich vielleicht gerade als schulpolitischer Sprecher auch einmal darüber Gedanken machen, ob Sie wirklich da einen Zusammenhang herstellen wollen. Das Argument, das ja gerne bemüht wird, dass durch eine wettbewerbliche Spitzenförderung im Rahmen der Exzellenzinitiativen auch die Breite gestärkt würde, wurde im Übrigen auch von der Im-Boden-Kommission, die auf Bundesebene gearbeitet hat, als reine Chimäre entlarvt. Eine Breitenförderung sei durch die Exzellenzinitiative nicht eingetreten. Stattdessen hat es eine Spaltung in der Hochschullandschaft, hat es die Spaltung vertieft, und es droht auch durch solche Programme in der Tat das Auseinanderdriften von Forschung und Lehre. Und, Herr Minister, wenn Sie behaupten, dank Löwe seien über 1.700 zusätzliche Arbeitsstellen in der Forschung geschaffen worden, dann muss man sich schon einmal anschauen, was das für Stellen sind. Und zum allergrößten Teil sind es befristete Stellen, auf denen junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch kaum eine Chance haben, sich selber akademisch weiterzuqualifizieren. 90% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hangeln sich von einem prekären Kurzzeitvertrag zum nächsten, ohne jede Planungssicherheit für die eigene berufliche und private Zukunft. Wir reden hier von 160.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Mittelbau bundesweit, 160.000, und wir reden von einer Betreuungssituation, in der auf einen Professor 70 Studierende kommen. Prekäre Beschäftigung ist auch eine Folge der zunehmenden Verdrittmittelung. Kurzfristig vergebene Mittel sorgen für kurzfristige Beschäftigung. Das Absurde ist doch, dass diese sogenannten Drittmittel dann auch noch zum größten Teil aus der öffentlichen Hand stammen, aus öffentlichen Mitteln, so wie Löwe, öffentliche Mittel, die aber projektverzogen vergeben werden. Vor einiger Zeit, meine Damen und Herren, gab es einen Rechtsstreit, bei dem ein Mathematiker, der im Rahmen eines Löwe-Projekts an der Universität Gießen beschäftigt war, auf eine Festanstellung geklagt hat, weil er seit 2002 sage und schreibe in 16 befristeten Verträgen an der Universität arbeitet. 16 Kettenverträge, und das bei einem öffentlichen Arbeitgeber, das kann überhaupt nicht sein. Das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Löwe ist ein Forschungsprogramm des Landes. Es handelt sich um Landesmittel. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ein Land als Drittmittelgeber auftritt und diese Mittel befristet und projektmäßig vergibt und damit prekäre Beschäftigung fördert. Und deswegen, ich komme zum Schluss, das Chancenland Hessen, wie Sie es nennen, bietet Chancen. Allerdings leider nicht allen, sondern leider immer noch vor allem denen, die eh schon begünstigt sind. Deswegen sage ich Ihnen, was wirklich exzellent wäre. Exzellent wäre es, wenn man von guten Studienbedingungen reden könnte, wenn es gute Wissenschaftler
wissenschaftliche Bedingungen in der Breite geben würde. Das müsste Ziel der Wissenschaftspolitik sein. Deswegen brauchen wir eine solide Grundfinanzierung sowohl im Bereich der Lehre als auch im Bereich der Forschung, statt wenige Projekte kurzfristig zu fördern. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir jetzt ein gutes Beispiel von Oppositionsfolklore erlebt, verehrte Frau Wissler. Denn eins ist doch auch Fakt. Naja, ich will vielleicht noch. Es ist jetzt zwar nur 5 Minuten, aber ich muss mir es doch erlauben, weil es war eigentlich nichts anderes als das Recycling einer Rede vom 17. November 2011. Und Herr May hat sie mir glücklicherweise zur Verfügung gestellt von Frau Wissler, und da sagte sie exakt das Gleiche. Wenn sich die Landesregierung mit Löwe brüstet, ist das ungefähr so, als wenn man 1000 Hungernden erklärt, 5 von ihnen dürften gleich in ein 3-Sterne-Restaurant. Das ungefähr ist Löwe. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Denn ich bedanke mich, Herr May, für diese fantastische Buchführung, die Sie haben. Denn eines ist doch auch klar, Hessen, und ich komme auf das, was Frau Beer gesagt hat, Hessen ist die Heimat etlicher Zukunftstechnologien. Wir sind als Land Hessen ein attraktiver Ausbildungsplatz. Wir sind wirklich eine Kaderschmiede für die besten Köpfe in der Wissenschaft und in der Forschung. Und das legt sich ja auch im Wirtschaftlichen nieder. In keinem anderen Bundesland gibt es eine so massive Direktinvestition, ausländische Direktinvestition wie in Hessen. Wir stehen im Wettbewerb nicht mit irgendjemandem. Wir stehen, wenn Sie Ihre Gespräche vielleicht hier fortführen, dann können wir es auch so regeln, Frau Wissler. Wir stehen im Wettbewerb mit den Regionen in der Welt, die Bedeutung haben. Amsterdam, Paris, London, noch London. Das ist der Grund, warum ganz viele hessische Unternehmen Weltmarktführer sind und ganz besonders mittelständische Unternehmer in Hessen Weltmarktführer sind und eben die Nachfrage nach Technologien, die in Hessen, made in Hessen produziert werden, nicht mehr nur aus China kommen, sondern eben vermehrt auch bei unseren traditionellen Handelspartnern nachgefragt werden, USA, europäische Nachbarn und so weiter und so fort, weil die hessische Industrie sie so anbietet. Und dann werden wir immer wieder gefragt, was ist der Grund dafür, dass die Hessen so aufgestellt sind? Und im Grunde genommen ist die Antwort eine ganz einfache. Der Grund ist, dass wir massiv investieren in Wissenschaft und Forschung. Und verehrte Frau Kollegin Beer, ich gebe Ihnen recht, wir müssen wahrscheinlich den Zusammenhang, der zwar auf der Hand liegt, aber den wir noch empirisch nachzuweisen haben, das eine oder andere noch sichtbarer machen. Denn eines ist nämlich schon offensichtlich an den Hochschulen und an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, ich erwähne sie ausdrücklich auch dabei, entstehen die Ideen, die dazu führen, dass wir Weltmarktführer in so vielen Positionen sind, entstehen die Innovationen, die dazu führen, dass wir technisch ganz vorne sind, entstehen aber auch die Forschungsfragen, die uns sozial sichern und die unseren wirtschaftlichen Wohlstand schaffen. Und damit bin ich ganz unmittelbar bei Löwe. Sie haben darauf hingewiesen, rund 600 Millionen € direkt aus dem Land Hessen, noch einmal 600 Millionen € an Drittmitteln, die dazukommen, fast 2.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir in Hessen dadurch zusätzlich beschäftigen konnten. Und zum Thema Geld und Rankings, lieber Herr Grumbach, ich wollte es mir eigentlich ersparen, heute darauf einzugehen. Aber wissen Sie, hätten Sie einmal einfach in den Zeiten, als Sie Verantwortung getragen haben, so investiert, wie wir heute investieren, hätten wir nicht die Aufholjagd starten müssen im universitären und im Forschungsbereich, die wir heute hier haben. Wir haben uns von einem der letzten Plätze im Ranking nach ganz vorne katapultiert, und zwar mit massiven Einsätzen der Landesregierung, dieser Landesregierung. Und deswegen ist Fakt, wir haben hier eine Dynamik in Gang gesetzt, die Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wirklich vorangebracht haben, wie man es beim Staat nicht sich vorstellen konnte. Und wir werden das weiter ausbauen. Nehmen Sie einmal exemplarisch die Darmstädter Cybersicherheitsforschung. 50 Millionen €, die wir hier investiert haben. Das ist der Grund, warum wir in Europa ganz vorne stehen, wenn es um das Thema Cybersicherheit geht. Und ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. Denn Cybersicherheit wird in Zukunft noch stärker, als das bisher schon der Fall ist, über Erfolg oder auch Misserfolg einer ganzen Industrienation entscheiden. Damit bin ich bei der 9. Förderstaffel, die das Thema so aktuell macht. 17,7 Millionen €, die wir hier jetzt in dieser 9. Förderstaffel wieder investieren. Ich will gar nicht auf BAMP eingehen, das hat Frau Kollegin Wolff gemacht, oder auf die Konfliktregionen im östlichen Europa, auch nicht auf die
religiöse Positionierung, sondern ich will ganz deutlich eingehen auf das letzte dieser geförderten Projekte. Und da ist die Frage Megasyn, Kontrolle und Design multifunktionaler Megasynthasen. Da ist die Frage, kann durch das Syntheseprinzip das Potenzial von Megasynthasen so genutzt werden, dass neue Antibiotika designt werden? Und was so unaussprechlich daherkommt, das ist das Top-Thema der Weltgesundheit, die in hohem Maße gefährdet ist durch Antibiotikaresistenzen. Sie müssen sich die Zahlen anschauen. Infektionskrankheiten sind mit rund 10 Millionen Todesfällen pro Jahr die weltweit zweithöchste Todesursache. Alleine in Deutschland sterben jährlich 10.000 bis 15.000 Patienten infolge von Klinikinfektionen. Und die Antibiotikaresistenzen nehmen weltweit zu. Ich habe hier ein Bild. Das ist die Resistenzstatistik der Uniklinik Frankfurt. 2008 haben wir noch 19 Resistenzen gehabt, 2014, wenige Jahre später, bei den bekannten Antibiotika schon 28 Resistenzen. Das zeigt, in welcher Situation wir uns hier befinden. Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 60 Jahren hat es keinen wirklich neuen Wirkstoff gegeben. In den letzten 25 Jahren hat kein neues Antibiotikum den Markt erreicht, was natürlich mit den hohen Abbruchzahlen in dem Bereich zu tun hat bei den Projekten, was eng verbunden ist mit den extremen Kosten bis zu einer Milliarde Euro Entwicklung, die hier eine Rolle spielen. Das ist selbst für eine solche Branche ein außergewöhnlich hohes Risiko. Das ist der Grund dafür, dass wir nur noch ein einziges global agierendes Pharmaunternehmen haben, das sich mit Antibiotikaforschung befasst. Herr Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Herr Präsident, vielen herzlichen Dank für den Hinweis. Deswegen wollen wir hier in Löwe mit Löwe, mit den Projekten ganz aktuell in der 9. Förderstaffel neue Wege gehen in der Antibiotikaforschung. Was jetzt Not tut, das ist, dass wir komplementär zu den chemischen Syntheseverfahren natürliche Syntheseverfahren, natürliche Systeme, bioökonomische Synthesemethoden entwickeln. Und genau das tun unsere Forscher mit hessischem Geld, mit hessischer Unterstützung des LOEWE-Programms in dieser 9. Förderstaffel mit dem Projekt, das ich eben vorgestellt habe. Deswegen glaube ich, dass der Titel der Aktuellen Stunde besser denn je gewählt ist und aktueller denn je gewählt ist. Chancenland Hessen investiert weiter in Forschung. So ist es, und so wollen wir es auch in Zukunft halten. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.